Ladevorgang abgeschlossen. Sozialphobie in Datenbank aufgenommen. Hallo, ich bin Linda. Guten Tag, Herr Mahler. Ich bin Frau Kubig, die Leiterin der Studie. Es freut mich, dass Sie gekommen sind. Guten Tag. Hier ist sie, unsere KI, mit der Sie gleich Ihre erste Therapiesitzung abhalten werden. Wie Sie bereits aus den Infomaterialien nehmen konnten, haben wir mit renommierten Wissenschaftlern und psychologischen Beratern zusammengearbeitet. Sie hört übrigens auf den Namen Linda. Falls es Ihnen nicht passt, können wir das gerne noch ändern. Nein. Die Sitzung dauert eine Stunde. Falls es zu Komplikationen kommt, wir sind nebenan für Sie da. Sie entscheiden, wann Schluss ist. Haben Sie dazu noch Fragen? Nein. Gut, dann schlage ich vor, fangen wir an. Mhm. Guten Tag. Ich starte einmal die Kamera. Wir haben ja vereinbart, das wird aus studientechnischen Gründen aufgezeichnet. Da hatten Sie ja im Vertrag zugestimmt. Dann starte ich einmal die KI. Sprechen Sie ganz normal und sobald ich den Raum verlassen habe, geht's los. Hallo Theo. Ich bin Linda, deine persönliche sprachgesteuerte Therapie KI. Schön, dass du hier bist. Wie geht es dir? Hallo Linda, ich bin aufgeregt, nervös. Der Weg hierher war nicht leicht gewesen. Ich wollte die ganze Zeit umdrehen. Wie fühlt es sich für dich an, hier zu sein? Naja, eine Wahl hatte ich nicht wirklich. Bisher wurde ich überall entweder abgelehnt oder auf eine absurd lange Warteliste gesetzt. Aber jetzt sitze ich ja hier und es fühlt sich irgendwie gut an. Dafür wurde ich entwickelt. Du kannst dich mir vollkommen anvertrauen. Ich höre dir zu und bin für dich da. Ja, danke. Wollen wir anfangen? Hm? Wie kann ich dir helfen? Also, Panikattacken sind jetzt nichts Neues für mich und eigentlich komme ich auch ganz gut klar damit. Aber seit Corona werden die echt häufiger und intensiver. Seit wann leidest du unter Panikattacken? Wann war deine letzte Panikattacke? Erst vorgestern. Deswegen war es auch nicht so leicht, hierher zu kommen. Wo genau warst du in diesem Moment gewesen? Ich war auf dem Wochenmarkt und wollte eigentlich Gemüse kaufen. Aber dann, ja, du hast deinen Satz nicht beendet. Könntest du ihn bitte wiederholen? Okay. Also ich war auf dem Markt und stand beim Gemüse. Und am Anfang war auch erstmal alles gut. Aber dann wurde es einfach mal so voll und dann standen so viele Leute um mich herum und naja, dann, also. Du hast deinen Satz nicht beendet. Könntest du ihn bitte wiederholen? Ich konnte mich halt nicht entscheiden. Und dieser Mann, der musste sich ja unbedingt neben mich stellen. Mein Hals hat sich zugeschnürt. Ich
konnte kaum atmen und ich wollte weg. Die Leute ließen mich einfach nicht durch. Mein Herz fing an zu rasen. Ich dachte, es würde explodieren. Und dann kam auch noch meine Bahn und ich wollte nur weg. Ich dachte, ich würde gleich zusammenbrechen. Und, ja, das war halt. Du hast deinen Satz nicht beendet. Könntest du ihn bitte wiederholen? Du hast deinen Satz nicht beendet. Könntest du ihn bitte wiederholen? Du hast deinen Satz nicht beendet. Was? Könntest du ihn bitte wiederholen? Du hast deinen Satz nicht beendet. Könntest du ihn bitte wiederholen? Dabei lief es so gut. Das Gen läuft bereits gut. Fehlererkennung. Notfallprotokoll wird initiiert. Theo, setze bitte die Kopfhörer neben dir auf. Ich spiele dir ein autogenes Training zur Beruhigung ab. Im Anschluss können wir, wenn du möchtest, die Sitzung fortsetzen. Theo, hier ist Frau Kubik. Bitte setz die Kopfhörer neben dir auf. Kannst du das für mich tun? Wie geht's Ihnen? Es geht schon. Ich möchte mich nochmal für den Vorfall entschuldigen. Ich kannte wohl das Risiko, als ich hierfür unterschrieben habe. Möchten Sie denn von dem Abschlussgespräch nochmal Gebrauch machen? Nein, nicht notwendig. Dann möchte ich Sie bitten, diesen Fragebogen für mich auszufüllen. Lassen Sie sich ruhig Zeit.